Hallihallo, es ist bitterkalt, ich friere schon die ganze Zeit, der Winter ist da und wir sind trotzdem hier im Zoo Hannover. Das Problem? Im Zoo ist nichts los, die Gehege sind fast alle leer und ich habe noch kein einziges Tier gesehen. Ich habe aber gleich eine Verabredung mit den Tierpflegern und dann hoffe ich auch, dass ich Tiere sehe und deswegen nichts wie los, ab zu den Löwen. Hallo, ich bin Felix. Ich gucke mich heute ein bisschen im Zoo um und in den anderen Gehegen habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen, aber die Löwen, die habe ich eben schon gesehen, da hinten läuft gerade wieder einer, die sind draußen, ist denen nicht kalt, frieren die nicht? Doch, die frieren natürlich schon, aber wir haben was eingebaut auf der Anlage, wir haben unter den Plateaus, wo jetzt gerade auch unser Winter schön draufsteht, haben wir natürlich Wärmeplatten untergebaut, sodass die Löwen sich da immer reinkuscheln können, sodass der Sand auch ein bisschen erwärmt ist und dass sie natürlich etwas länger bei solchen Temperaturen natürlich draußen sind. Also kleine Tricksereien, so ein bisschen wie die Heizung bei mir zu Hause eigentlich. Wie lange können die jetzt draußen bleiben dann bei der Kälte, trotz der Wärmeplatten? Das ist halt immer unterschiedlich. Man muss auch immer gucken, ob es schneit, ob es regnet oder ob es sehr kalt ist. Zum Beispiel vor letzte Woche hatten wir ja minus 13 Grad. Da waren die Löwen nur für 2 Stunden draußen, sind eine Stunde wieder reingekommen, haben sich richtig schön drinnen wieder aufgewärmt und sind dann wieder 2 Stunden rausgekommen. Heute ist das natürlich anders. Heute ist es nicht so warm. Der Schnee liegt zwar, das macht den Löwen aber nichts. Diese Löwenart, die wir hier haben, die Berberlöwen, kommt halt in Nordafrika vor, teilweise auch in Europa hinein, die kennen also solche Temperaturen schon. Und daher macht das den Löwen eigentlich nichts aus. Gibt es denn noch andere Tiere, die auch trotz des kalten Winters draußen sein können? Die kanadischen Tiere auf Yukon Bay zum Beispiel, die Eisbären, die Karibus, die Bisons, die sind natürlich draußen. Aber auch ab und zu natürlich auch unsere Antilopen für wenige Stunden. Sprich, für eine halbe Stunde, Stunde sind sie draußen, dann ist sozusagen Schichtwechsel. Sprich, alle Tiere sind nicht gleichzeitig draußen zu sehen, sondern immer werden sie halt aufgesplittet und so können sie halt über den Tag verteilt auch die Anlage so gut wie möglich dann auch besetzt werden. Yukon Bay war ein super Stichwort, da gehen wir jetzt nämlich noch hin, da gucken wir uns nämlich jetzt noch die Tiere an, die auch öfter im Winter draußen sind. Marcel, vielen Dank, dass wir uns die Löwen angucken durften und ja, du arbeitest noch ein bisschen weiter mit den Tieren und wir gehen weiter. Diese Faulpelze hier schlafen einfach gemütlich. Kalt scheint den Wölfen aber nicht zu sein, genauso wenig wie den Karibus da oben. Die machen einen ganz schön fitten Eindruck. Hi, ich bin Felix. Ich bin Kathi, hallo. Hallo Kathi. Hinter uns, jetzt nicht mehr, aber da schwimmt er jetzt gerade, sind Eisbären. Wir kommen gerade von den Löwen, denen war ein bisschen kalt, die sind nicht so lange draußen. Den Eisbären scheint das gar nicht zu stören. Genau so ist es. Man sieht es schon, er ist freiwillig im Wasser unterwegs. Der Eisbär, der hat gleich mehrere Möglichkeiten, sich vor dieser Kälte zu schützen. Wie lange, also sind die den ganzen Tag draußen oder brauchen die auch eine Zeit, um sich aufzuwärmen? Nein, die sind den ganzen Tag draußen. Die können zwar ab und zu auch mal rein und haben hier trockene Höhlen, wo sie sich reinstellen können, aber die sind immer draußen. Und welches Tier ist so das allertypischste Wintertier? Ist es der Eisbär? Ich glaube, es ist der Eisbär, ja. Die werden jetzt ja gefüttert, also gleich, das gucken wir uns dann noch an. Du wirst sie dann füttern. Und was ist das ganz, ganz Besondere am Eisbär vielleicht? Einfach die Möglichkeit, wie er angepasst ist an diesen extremen Lebensraum. Kommt am Nordpol vor, dort ist es eisig kalt, noch viel kälter als hier bei uns. Minus 30, minus 40 Grad sind überhaupt keine Seltenheit und damit kommt er klar. Das ist schon beeindruckend. Also mir war vorhin schon die ganze Zeit kalt. Hier unten drin ist es ja ein bisschen wärmer. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hoch und gucken uns mal an, wie das mit dem Füttern läuft. Sehr gerne. Wie viel Fisch isst so ein Eisbär eigentlich? Das ist ganz unterschiedlich. Das heißt, wir haben Tage, da fressen die wirklich mal 30, 40, wenn es sein muss, auch 50 Kilo Fisch am Tag. 50 Kilo ja. Fisch. Das ist dann aber tatsächlich im Sommer der Fall, wenn sie sich für den Winter die Speckschicht anfuttern. Und die Vögel hier kennt ihr natürlich auch. Na klar, das sind Pinguine. Die fressen auch im Winter ihren Fisch gerne draußen oder sogar im Wasser. Auch diese kleinen Zoobewohner sind im Winter draußen.
Die Präriehunde haben sich für die kalte Zeit nämlich einen dicken Winterspeck angefressen. Die Elefanten, die ihr hier seht, können übrigens immer nur ganz kurz nach draußen, weil sie sonst kalte Ohren bekommen. Elefanten sind zwar groß, aber haben sehr empfindliche und dünne Ohren. Dem Kollegen hier ist gar nicht kalt. Das ist nämlich ein sibirischer Tiger und der kann bis zu minus 47 Grad Kälte aushalten. Ich habe mein absolutes Lieblingsauto gefunden, das steht hinter mir, dieser Super Jeep, mit dem fahre ich gleich nach Hause, denn wir sind fertig im Zoo. Ich konnte zwar nicht alle Tiere sehen, aber dafür die, die im Winter draußen sind, und ich habe eine Menge gelernt, nämlich das, was die Tiere machen, wenn Winter ist. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt und vielleicht sehen wir uns dann ja irgendwann nochmal wieder. Ciao!